Nach der Besichtigung der Traktorenwerke Fendt in Marktoberdorf ging es dann ins Garmisch-Partenkirchner Klassik-Skigebiet. Gerade im Kurs erlernt oder schon geübt, stand nun schon die jährliche Skimeisterschaft an, die vom Grundkurs organisiert wird. Auch Teilnehmer vergangener Jahre nehmen daran teil. Nach der Siegerehrung am Abend wurde noch ordentlich gefeiert. Aber auch die Auseinandersetzung mit der Agrarpolitik hat einen wichtigen Stellenwert im Grundkurs. So konnte Gerd Sonnleitner von den Kursteilnehmern begrüßt werden. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes hat selbst als junger Mann auch schon einen Grundkurs besucht. Er erklärt, warum ihm der Austausch mit den jungen Menschen so wichtig ist. Weil ich weiß, wie entscheidend es ist, dass man nicht nur ökonomisch gut ist, Betriebswirtschaft und Landwirtschaft beherrscht, sondern dass man auch als Mensch im Leben zurechtkommt, dass man ein erfülltes Leben hat. Und das wird oft in der klassischen Schule zu wenig unterrichtet, zu wenig geschult. Aber die Stärke auch für wirtschaftlichen Erfolg zieht man aus einer gefestigten Psyche, aus einer gefestigten inneren Einstellung. Und das wird gerade in solchen Grundkursen hervorragend vermittelt. Ein weiteres Highlight: Live dabei sein im Bayerischen Landtag bei einer Agrarausschusssitzung mit anschließender Diskussion mit den Abgeordneten der Fraktionen. Von der Politik zur modernen Kunst. Neue Horizonte konnten die Teilnehmer bei der Führung in der Pinakothek der Moderne erwerben. Im wahrsten Sinne des Wortes über Grenzen hinaussteigen, Angst überwinden, durchhalten, zusammenhalten und Ziele erreichen, durften die Teilnehmer beim Klettern in der Kletterhalle Weilheim. Die erlebnispädagogische Methode fördert ganzheitlich die Persönlichkeitsentwicklung. Und wir wollen ja nicht nur erfolgreiche junge Menschen, sondern wir wollen auch glückliche Menschen, glückliche Familien. Und damit wir auch unsere soziale Struktur in den Dörfern aufrechterhalten können, dass wir stark sind in die Gesellschaft hinein. Und da brauchen wir auch über die Ökonomie einen philosophischen Überbau. Und dazu dienen solche Kurse.